Fangst einfach an. Ja, ich fange jetzt einfach an. Ja. Der Schönen Kopf ist guten Tag. aufgeregt, warte, ich muss gut werden. Schönen guten Tag heute wieder mit dem bewährten Herrn U, der freundlicherweise heute Schulterschmerzen hat. Jede Bewegung tut es weh. Viele klagen dann über Schmerzen, speziell im Bereich des Schulterblatts. Und auch hier bei gewissen Bewegungen, der zuckt immer, wenn ich ihn angreife, aber Macht die Mitte nicht, gell? die Mitzi macht es nicht. Genau. Auch hier messen wir vorher aus. Wir machen drei Tapes. Eines in diesem Bereich hier, bei diesem Muskel, eines rund ums Schulterblatt. Der ist das nicht gewohnt, glaube ich. Und ein drittes kommt dann nach vor. Das heißt, wir messen hier aus. Wir wollen hier anfangen. Nicht lachen, Herr Urban. Kitzelt. Erstes Tape. Auch hier wieder ein Y-Tape, Ecken abrunden. Mit Personal wird es auch immer schwieriger, also der Herr U. Ja, Y-Tape, wie gesagt, Ecken abrunden. Dann fangen wir hier an zu kleben. Ein bisschen Ihren Luxuskörper, sehr gut, Herr Urban. Einen Anker wieder setzen. Der Muskel verläuft so hier und wir im unteren Bereich machen wir diesen Anker. Fixieren, abstreifen. Die Hand nach vor, bitte, Herr Urban. Und dann hier dem Verlauf entlang. Das erste Tape. Hand zurück, bitte sehr. Sehr gut. Das ist der erste Teil. Das heißt, wenn die Hand sich bewegt nach hinten, macht es ein bisschen so rüber drin. Ja. Macht es hier Falten und wenn es nach vor gibt, macht es hier Falten. Das unterstützt uns bei dem Entlasten dieses Bereichs. Zweites Tape. Fangen wir genau hier an. Wir wollen rund um das Schulterblatt. Wie schon gehabt, Ecken abrunden. Wieder ein Y-Tape. Und ich nehme immer zweifärbig. Farben sind prinzipiell egal. Man sagt, bei allen chronischen Situationen ist Blau besser, bei akuten Rot. Aber meiner Meinung nach ist die Technik wichtiger als die Farbe, obwohl die Farbe auch doch eine Wirkung hat. Wir fangen hier in der Mitte an, fixieren hier den Anker, ziehen das hier wieder ab. Die Hand nach vor, bitte, Herr U. Hier dem Schulterblatt entlang. Und hier im oberen Bereich dem Schulterblatt entlang. Hand nach vor, sehr gut. So schaut das jetzt aus. Ja, so von hinten, von der Seite. Schön ist er nicht, er passt nicht in die Kamera drin. Na, nicht falsch. Und viele sagen, dass das an und für sich ausreicht, aber es gibt noch so einen kleinen Restschmerz. Und ich mache jetzt neu, seit geraumer Zeit, ein Tape hier dazu. Die Energie verläuft von vorne unten nach hinten unten. Hat sich bewährt in der praktischen Anwendung, dass man dieses eine E-Tape noch dazu macht. Viele Kunden sind dann sofort deutlich unterstützt in der Schulter und auch schmerzfreier. Das heißt, ich fange hier an, in der Mitte vom Schulterblatt einen Anker zu kleben.
mit leichtem Zug genau über die Schlüsselbein Richtung Brustwarzen. Das wäre es von der Schulter, Finger weg. So schaut es von hinten aus. So von vorne. Es tut mir leid, dass Sie den Herrn Urban von vorne sehen müssen. Ja, viel Spaß beim Nachmachen. Geht es Ihnen schon besser, Herr U? Mhm. Na, sehen Sie. Alles Gute, schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Aus.